Hallo zusammen, mein Name ist Andreas Kirschner. Ich bin von der Fahrradfirma Falkenjagd und Rennstahl und möchte euch heute ein Stück weit die Unterschiede der beiden Mittelmotorkonzepte in unserem Portfolio näher bringen. Wir haben hier auf der einen Seite ein Fahrrad mit Riemenantrieb, auf der anderen Seite das Shimano-Rad mit dem Kettenantrieb. Das Rad mit Riemenantrieb ist mit einer Rohloff, in dem Fall mit einer elektronischen Rohloff, ausgestattet, perfekt ausgelegt für den Alltag, für lange Reisen und für maximale Wartungsarmut. Das Rad hier mit dem Rohloffantrieb und dem Bosch-Motor hat unter anderem auch die Möglichkeit, zwei Akkus zu verbauen. Man nennt es Dual Battery System. Das Shimano System ist nur für einen Akku ausgelegt. Man sieht auch gleich, wo der Fokus liegt bei dem Shimano Antrieb. Das ist ein leichtes, agiles, sehr schnelles Trekking Bike oder Touren MTB, je nachdem, ob man das mit einer Federgabel aufbaut oder so wie in diesem Fall hier mit einer Komplettausstattung. Einfach ein sehr leichtes, sportives Trekkingrad, was aber jetzt hier nicht zwingend im Alltag zum Einsatz kommen müsste. Da wäre dieses Rad hier durch den Riemenantrieb und durch die geschmiedeten Edelstahl-Riemenscheiben prädestinierter. Der Riemen hat eine sehr lange Wartungsintervalle. Der Riemen hält ca. 25.000 Kilometer. Die Riemenscheiben circa das Dreifache, also 60.000 Kilometer. Solange kann natürlich hier eine Kette nicht im Einsatz bleiben. Das Weitere ist auch die Displays beider Räder. Das Shimano hat ein sehr, sehr kleines Display, ein sehr minimalistisch-puristisches, auch ganz klar mit dem Anspruch, nur die wesentlichen Informationen dem Fahrer mitzuteilen. Es ist, wie gesagt, ein sehr sportives Gerät. Das Bosch-System ist ein bisschen, das Bosch-Display ist ein bisschen größer, hat größere Zahlen, alles mehr auf Komfort und Tourentauglichkeit ausgelegt. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Position der Welle. Der Shimano-Antrieb hat die Welle sehr weit hinten. Dadurch lässt sich ein sehr kurzer Radstand mit einem kurzen Hinterbau kreieren. Perfekt für sportlicheren Einsatz. Wie man sieht, ich kriege hier gerade mal zwei Finger durch. Das Bosch-System, da kriege ich gute vier Finger durch, ist wesentlich länger im Radstand, eben durch die größere Rahmenbrücke und den wuchtigeren Motor. Der Shimano-Motor wiegt nur 2,7 Kilo, ist also wirklich sehr, sehr leicht. Vom Drehmoment sind beide relativ gleich stark. Zu beiden Fahrrädern gibt es ja bereits Einzelvideos. In diesen Einzelvideos wird exakt auf die jeweiligen unterschiedlichen Merkmale eingegangen. In diesem Video war es mir jetzt wichtig, die beiden Konzepte gegeneinander zu stellen, gegeneinander abzugrenzen. Und wer noch weiteren Beratungsbedarf hat, darf uns gerne jederzeit kontaktieren. Vielleicht bis bald mal, euer Andreas.